Moin moin und hallo, da sind wir wieder in Originalgeschwindigkeit beim Felderbestellen. Und wie ich gestern schon versprochen habe, gibt es noch so ein paar Pornotitel, die ich vorlesen wollte. Denn wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie noch, keine Ahnung, diese Aufnahme geht jetzt irgendwie noch, ich glaube, 10 Minuten Echtzeit. Und dementsprechend geht es lustig weiter. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei, anstatt Saving Private Ryan, Shaving Private Ryan. Also soll heißen, da wird der Typ erstmal ordentlich rasiert. Und da gibt es noch eine Alternative zu, nämlich Shaving Ryan's Privates. Da hat jemand einfach die Wörter vertauscht. Das ist noch einfältiger, einfallsreicher. Oder 7 Tage, 7 Möpse. In Anlehnung an den 7 Tage, 7 Nächte-Film. Ich weiß nicht, ging es da um einen Typen, der 7 Tage, 7 Nächte keinen Sex hat? Keine Ahnung. Irgendwie sind die Kürbisse komisch gewachsen. Ich glaube, da sollte ich vielleicht noch ein paar Kürbissamen dazwischen packen, wenn die sowieso schon so zur Seite wachsen. Spermarella und die 7 Bukake-Zwerge oder Bukake-Zwerge. Googelt das lieber nicht, das ist eklig. Spermboot Willi. Ist das nicht diese Figur von Mickey Mouse? Also... Weiter geht's mit dem Kinderfilm SpongeBob Arschkopf. Was? Spiel mir am Glied mit Kot? Ach ja, eine Anlehnung an Spiel mir das Lied vom Tod. Weiter geht's mit Stadt der Engel, auch bekannt unter Stadt der Engen. Engen Damen höchstwahrscheinlich, denn enge Männer möchte ich in dem Film nicht sehen. Stanley Kufix's Cockwork Orange. Da haben sie alle orange Penisse. Oh, hier noch eine alternative Version von Star Wars. Starfick, Poppysode 1, das Imperium fickt zurück. Ich möchte nicht wissen, was Darth Vader mit seinem Laserschwanz so alles anstellt, wenn der den mal ordentlich ausfährt. Apropos, Stirb langsam gibt es auch alle 3 Teile als Porno, nämlich Stoß langsam. Was haltet ihr von Sündbart, der Seepfarrer? Scheinbar wirklich ein Pfarrer. Anstatt Singapur, Swingapur. Und anstatt in Texas mit Kettensägen Massaker zu veranstalten, gibt es das Texas Chainfuck Massaker, wo höchstwahrscheinlich wenn ich mir das so richtig vorstelle, kann das nur ein Schwulenporno sein. Weil wie sollen denn Frauen bitte ein Chainfuck, also mehrere Leute hintereinander... den Film würde ich gerne sehen. Tatsächlich, Lesben. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's weiter mit einem schönen Film für... das ist gar kein Film. Ich glaube, das ist eine Serie. Das Arsch-Team. Also das Arsch-Team statt das A-Team. Der Masturbator? Kenne ich nicht. Oh, The Porn Identity. Texas Dildo Massacre gibt es auch. Oder vielleicht der Truman Po. Scheinbar geht's da wirklich wieder mal um Po-Sex. Tokio Bordell scheint wohl eine Anlehnung an Tokio Hotel zu sein. Was? Totgefickt am 4. Juli? Kenne ich jetzt nicht. Und täglich schmerzt mein Rüssel mir. Kenne ich nicht. V für Vagina. Wunderbare Welt des Schwellsaft. In Anlehnung an Wunderbare Welt der Schwerkraft? Ich glaube. Vicky und die starken Schwengel. Anstatt X-Men, Wix-Man. Und dann natürlich Triple X-Man, Teil 2 und Teil 3, der letzte Stand wieder und Teil 4, Ejakulation, Yellow Sex Machine statt Submarine. Oh hier, Zucht der Karibik, Harry Mans Chest und zum Löten freigegeben. Also, wie gesagt... Sind schon ein paar lustige Titel dabei gewesen? Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht doch noch ein paar mehr gibt. Wenn die Webseite mal laden würde, die ich jetzt gerade aus den Favoriten aufgerufen habe, die vielleicht noch existiert. Mal sehen. American Fistory Triple X. Hatten wir den schon? Oder Analdin und die Wunderschlampe? Aus heiterem Pimmel. Mal sehen. Ja, den hatten wir auch schon. Den hatten wir auch schon. Boah. Der Pimmel über Berlin hatten wir auch schon. Der Maler und sein großer Pinsel. Weiß ich auch nicht. Was? Eingepackt im Gummisack. Klar.
Anstatt eiskalte Engel, eiskalte Schwengel. Anstatt Vicky und die starken Männer, Ficky und die starken Männer. Klingt auch nach einem erotischen Porno mit Männern. Ja, ich mache hier übrigens gerade das Haus zu. Das heißt, demnächst wird diese Folge zu Ende sein, nehme ich mal an. Es sei denn, mir fällt noch irgendwas ein, was ich machen könnte. Ah, genau, ich könnte hier noch irgendwie ein bisschen Glas hinsetzen. So, hier, wie wär's mit der Hobbythek? Rasierte Rindsrosetten zum Selberfisten. Ja, im Gleichfick-Arsch, anstelle von im Gleichschritt-Marsch. Mal sehen, was haben wir hier denn noch? Oh, hier, anstatt Moses gibt es Möses, ein sogenannter Bibelporno. Also, als wenn, ja. Nicht gucken, schlucken. Was? Ohne Bockschein darf kein Bock rein? Nee, echt jetzt. Po und Contra. Den Titel finde ich am geilsten. Anstatt Räuber Hotzenklotz, Räuber Fotzenglotz. Was? Reich mir den Stängel, du Bengel. Reinstecke Fuchs und Meister Schlampe. Robin Foot im Mösenwald. Rosettenpolka im Dreivierteltakt. Rosis rasierte Rentnerrosette. Ach ja. Ja, ja. Schwänze raus im Krankenhaus. Hatten wir wahrscheinlich schon. Schwanzkauen in Litauen. Jap, jap, jap. Vier Fäuste in Julia. Windelgesicht. Zum Nachtisch gibt es Schwanz. Das klingt wirklich interessant. Ja. Oh, Lawrence von Analien. Hm, mal sehen. Ach, hier. Dann gibt es auch noch, in Klammern K, Analreiniger. Sie kommen durch die Hintertür. Mal sehen. Was gibt's denn noch? Tja. Eigentlich hätten wir ja schon alles. Oh, hier. Fuck Bill. Ich weiß gar nicht, was der Originaltitel von dem Film ist. Anstatt Fackeln im Sturm, Fummeln im Sturm. Gibt's natürlich höchstwahrscheinlich auch 6 Teile, so wie beim Original. Mal sehen. In 80 Tagen durch ganz Hinterfeld. Nee, nicht so wirklich lustig. Was? Oh, hier. Ich weiß, wer dich letzten Sommer gefickt hat. Und daraufhin folgt dann Teil 2. Ich weiß noch immer, wer dich letzten Sommer gefickt hat. Und Teil 3. Ich werde immer wissen, wer dich letzten Sommer gefickt hat. Klingt, als würde das ein Porno über einen Ex-Freund sein, der seiner Freundin nachspioniert. Und diese Aufnahme ist auch gleich zu Ende. Das heißt, im Endeffekt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch so den Rest der Zeit labern soll, weil da folgt dann wieder eine andere Aufnahme. Oh, anstatt Jack the Ripper, Jack the Raper, also Jack der Vergewaltiger, jagt den Gollum in die Höhle. Ja, klar. Mal sehen, Jurassic Porn hatten wir, glaube ich, schon ab. Schon ab. Weil ich gerade Kack ab Baby 2 lese, sage ich, hatten wir schon ab. König der Mösen hatten wir auch schon. Weiß ich auch nicht, worum es da geht. Lost, verschollen im Dunkeln? Hm, ja, klar. Anstatt MacGyver, MacGyler. Oh, hier, anstatt Mighty Ducks, Mighty Fax und Mighty Fax 2. Die Superficker kehren zurück. Was? Monsieur Ibrahim und die Buben des Anal? Mal sehen. Never fuck alone? Was? Oma, fick mich ins Koma? Bloß nicht. Oma Rose, 98. Fick geil und nicht tot zu kriegen. Was? Omas Lutschen auf der Felge? Oh, ja genau, das ist wahrscheinlich ein Porno, in der alte Damen ihre dritten Zähne nicht benutzen, während sie den Mann... Ja, One Night in Amsterdam. Hamsterdam. Warum Hamsterdam? One Night in Lutscherbonn. Anstatt Lissabon? One Night in Möskau. Ja, genau. Hä? Warum heißt ein Film Oral, Oral, Oral? Keine Ahnung. Mal sehen. Irgendwas hätten wir hier noch. Pipi auf Karl-Heinz? Ja. Mal sehen. Porn of the Dead. Ich glaube, die Aufnahme ist auch gleich zu Ende. Also, wenn ich hier noch irgendwo was finde. Was? Trommelfeuer aus der Sackkanone?
Keine Ahnung. Mal sehen. Nö, ansonsten haben wir hier eigentlich nichts mehr. Das heißt, die Aufnahme ist auch gleich zu Ende. Edward mit den Penishänden? Hatten wir, glaube ich, auch schon. Und dementsprechend würde ich sagen, gibt es hier nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich jetzt noch kurz hier die Steine zu Ende brenne, beziehungsweise in den Ofen packe, bevor ich die Aufnahme beende. Denn die brennen ja höchstwahrscheinlich auch, wenn ich nicht dabei bin, nehme ich mal an. Mal gucken, ob das Video noch länger geht. Nö, das Video geht nicht länger. Das heißt, ich bin gleich zu Ende. So, ich mache gleich eine Aufnahmepause hier. Also, so mit den ganzen Pornotiteln, da muss ich mir dann erstmal Themen für die nächsten Folgen überlegen. Beziehungsweise für die verbleibenden, ich glaube, 4 Minuten sind noch übrig, die ich jetzt demnächst noch vollquatschen muss. Ja, Zukunfts-TBM, viel Spaß beim Vollquatschen von 4 Minuten. Ich sortiere jetzt noch kurz die Steine ein, stelle mich hier an die Position und sage Tschüss! Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft. Let's Unplay. Und zwar habe ich heute wieder mal vor, ich gucke mir wieder mal so ein paar Gebäude, wie zum Beispiel das hier, auf dem Server an. Die Aufnahme ist jetzt leider schon 2 Wochen alt, das heißt, es hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Hier, oh, ein cooler Briefkasten. Und können wir leider nicht reingucken. Was? Dein Haus gefällt mir. Aha, ein Architekt hat also dieses Haus als gefällt mir bewertet. Yep, von Wildcard-Gewinner Nummer 10. Da waren wir nämlich auch schon beim letzten Mal und haben uns hier umgeguckt. Hier unten im Erdgeschoss hat sich nicht so wirklich viel verändert. Hier draußen ist eine hübsche Terrasse immer noch. Ja, so ein bisschen, gucken wir mal im Keller, was... Aha, okay. Gucken wir mal im Keller. Achtung, Kopf runter. Aha, okay. Mal sehen, was hat sich denn hier so... Oh, was ist das denn? Ein Penetrationsschrank. Okay. Okay, gut. Da gehen wir lieber schnell weg. Oh, er hat hier einen Teppich verlegt und hier eine kleine Essecke quasi gebaut. Kann man da auch irgendwie... Nein, da kann man nicht, aber ja. Und da geht's weiter nach unten. Hier ist die Bar, die hat er mit ein paar dekorativen Blöcken verhübscht, sozusagen. Oh, das hat sich hier so ein bisschen verändert. Also hier mit der Beleuchtung und... Aha, okay, was ist hier hinten? Ah, da gibt es ein Löse-das-Rätsel-Raum. Okay, gut. Ja. Ich frag mich gerade, welches Rätsel? Gibt's da vielleicht hier oben irgendwo ein Rätsel? Nee, hier kommt man raus. Okay, hier hat er seine Baumstammvorräte und sein Heu quasi gestapelt. Da haben wir noch so eine lustige kleine Poolecke. Quasi, wo man sich so entspannt. Ah, so, ja. Ah, schön mit Lava beheizt, schön hinsetzen. Ja, hier sitzt er dann und genießt den Feierabend. Oder, naja, wenn er nicht mehr in der Schule ist. Ich weiß ja jetzt nicht, wie alt der Herr ist. What? Possible? Na gut, dann schalten wir hier mal so ein bisschen an den Schaltern rum. Vielleicht passiert ja irgendwas. Schalten wir einfach mal alles ein. So? Nö. Passiert irgendwie nichts. Machen wir mal ein paar aus. So den und den und vielleicht noch den. Passiert irgendwie auch nichts. Gut, dann den vielleicht und den. Irgendwie passiert nichts. Ich habe aber jetzt nicht allzu viel Zeit, um hier so... um hier so ein bisschen rumzuspielen mit den Schaltern, denn ich wollte hier auch noch, oh, hier eine Netherwarzenfarm. Hätte ein bisschen was zeigen. Hier hat er sein Vorratskammer. Ja, hübsch. Ja. Erze und hier hat er auch noch andere Sachen. Alles schön mit Schildern beschriftet. Ja. Ursprünglich ging es hier doch, glaube ich, noch eine Etage nach unten, aber irgendwie scheint die Treppe weg zu sein. Naja gut, gehen wir halt wieder nach oben und noch eine Etage nach oben und gucken uns mal in den oberen Etagen um, was sich dort so verändert hat. So, gucken wir doch mal. Oh, hier, das hat sich doch schon ein klein wenig verändert. Hier mit den Goldblöcken, mit diesem goldenen Torbogen, der war vorher noch nicht da. Was haben wir denn sonst noch? Das rote Sofa? Aber ansonsten hat sich da nichts verändert in der Etage. Was ist denn hier Neues? Hier scheint alles noch irgendwie beim Alten zu sein, habe ich den Eindruck. Ja, hier ist alles noch beim Alten, hier hat sich nichts verändert. Gehen wir einfach mal weiter nach oben und gucken uns dort um. Okay, gut, hier, der Schreibtisch ist neu mit scheinbar einem Rechner quasi. So hier mit Rechner und da Tastatur und hier der Sitz.
So, dann kann man sich hier hinsetzen und so ein bisschen tipp, 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 tipp. So ein bisschen rumtippen. Hümp, hümp, hümp. So, oh, hier die Schreibtischlampe. Die Schreibtischlampe. Ups, der Server laggt ein wenig. So, und was haben wir denn hier? Harry Potter Treppenhauswohnung oder so? Okay.